Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil. Wir befinden uns schon im Haus. Direkt am Speicherpunkt, wo wir gestern aufgehört haben. Ihr könnt euch noch erinnern, wir haben uns ein bisschen im Keller umgeguckt, die Hosen so voll gehabt, dass ich wieder rausgegangen bin. In der Zwischenzeit habe ich mir jedoch ein paar Sachen noch durch den Kopf gehen lassen, beziehungsweise überlegt. Ich würde nämlich jetzt hier gerne mal was nachschauen. Okay, ich wunderte mich gerade, dass die Tür offen ist. Und zwar habe ich festgestellt, wir haben ja noch immer den Imbusschlüssel. Das heißt, wir können immer noch die Türe aufmachen. Also die Kiste, die orange. Und gleichzeitig bin ich mir nicht ganz sicher, aber habe ich das Gefühl, dass wir die orangen Kisten, nicht diese orangen, sondern die mit Klebeband, diese Kisten, auch aufmachen können. So. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück. Den Imbusschlüssel haben wir, beziehungsweise den Dietrich haben wir ja noch. Heute habe ich einfach mal keine Angst. Habe ich zumindest so mir überlegt. Heute gehen wir einfach mutig hier durch. Fangen wir mit der Kiste an. Und zwar Dietrich. Flintenmunition. Gut, die können wir jetzt eher weniger gebrauchen. Hier war nichts. Da ist die Toilette. Jetzt wollen wir einfach mal schauen. Die müssten wir doch eigentlich irgendwo mit aufbekommen. Okay, die Kiste scheint gar nicht zu gehen, da wir zumindest immer ein A hatten bei den Kisten, die wir öffnen können. Nee, die ist einfach nur mit Klebeband zu. Okay, wo hatten wir sonst noch eine stehen? Am ersten Speicherpunkt. Da vermute ich allerdings, wenn wir da jetzt hingehen, dass uns Daddy wieder über den Weg läuft. Und ihr wisst, Daddy mag ich nicht. Haben wir hier noch eine? Lecker. Fallen die jetzt raus? Na. Okay. Ein Magensuffle. Was haben wir da? Okay. Das heißt, ich sollte vielleicht ein wenig gründlicher werden. Ziemlich wahrscheinlich würde ich dann auch ein bisschen mehr Munition haben. Wo ich mich natürlich jetzt frage, ob es sinnvoll Sinn macht, hier nochmal alles gründlich abzusuchen. Denn Munition ist immer noch das, was wir am wenigsten haben zurzeit. Jetzt habe ich gehört von jemandem, der das Spiel schon durch hat, dass wir eigentlich gar keine Munitionsprobleme haben sollten. Haben wir ja auch nicht. Da liegt welche. Ganz offen rum und ich sehe sie nicht. Was vermutlich daran liegt, dass ich so die Hosen immer voll habe, dass ich nur schnell weg will. Okay, hierfür brauchen wir einen Vogelschlüssel. Vermute ich jetzt einfach mal. Hängt hier irgendwo was rum? Nicht. Okay. Ja, ich bin noch ziemlich mutig, muss ich sagen. Aber wer mich kennt, weiß, dass das auch schnell vorbeigeht. Spätestens wenn uns das erste Wesen erschreckt, werde ich wieder richtig panisch werden. Was haben wir hier? Die können wir nicht öffnen. Okay. Wo können wir hin? Wir können versuchen, nochmal in die Eingangshalle zu kommen, aber da wird Daddy irgendwo auf uns lauern. Ich weiß gar nicht, ob Daddy ja auch hier in diesen Bereich wechselt. Eigentlich. Hier ist er nicht mehr. Daddy wird nach uns suchen. Der wird auf jeden Fall nach uns suchen.
höre rechts Schritte. Also wo ich ja weiß, dass noch eine Kiste steht, zu der möchte ich jetzt auch mal hin. Und zwar unten an der Garage. Beziehungsweise hier oben. Okay, mit irgendwas zerstören. Wir haben aber wirklich nichts. Mit dem Messer können wir es nicht. Mit dem Hammer haben wir nicht. Das würde mich ja jetzt wirklich mal interessieren. Wir haben hier irgendwas übersehen, das ist sicher. Da sind wir ja auch mal schnell durch. Ich glaube nicht, dass uns Daddy jetzt hier erwartet. Ich denke nicht, dass er hier reingehen würde. Nee. Okay. Okay. Hier ist kein Daddy. Vielleicht doch, dass wir Schränke ausgelassen haben. Ich meine, hier sind wir ja immerhin auch mal gestorben. Irgendwas, was wir noch aufmachen könnten. Nee. Ich möchte halt nicht ohne Munition weiter. Und hier fühle ich mich halt ein bisschen sicherer noch. Als in Bereichen, die wir gar nicht kennen. Okay. Was ich auch gesehen habe im Internet, und zwar gibt es schon Leute, die nicht einmal mit Daddy kämpfen, außer in den Bosskämpfen. Entschuldigung. Man kann ihm wohl wirklich entkommen. Wofür ist diese... Ach, weil das Tor wieder runter geht und wir sonst nicht rauskommen? Wir brauchen wirklich Werkzeug. Garage, okay, der liest uns das Schild sogar vor. Ich bin ein alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufnehmen? Nein, ich kann es nicht mit einem alten Mann aufnehmen. Okay, wir wissen immerhin, wo er ist. Sagt man so schön, einmal Familie, immer Familie. Ja, Mann. Such dir eine andere Familie. Okay, hier haben wir aber noch was anderes. Wir haben den Skorpionschlüssel behalten, okay. Mal kurz was gucken. Großmutters Zimmer ist auf der rechten Seite, hat auch einen Skorpionschlüssel. Also ich habe mich entschieden, ich werde versuchen, die Kämpfe ein wenig zu vermeiden. Auch wenn er mich gerade doch ein bisschen erschrocken hat, aber ich werde mutig bleiben. Ich bin mir auch sicher, dass hier in dem Raum noch einiges rumliegt, was wir nicht gesehen haben. Ich höre einen Wackelkopf. Der Kopf wackelt nicht mehr. Schlüssel. Da. Man hat ihn rufen gehört, das war weit weg. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind.
Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasiten zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, weitere Tests zu unterziehen. Oh, das heißt, sie wusste davon. Okay. Zwei Schuss. Defekte Flinte. Ihr wisst genau, was wir damit machen. Ja. Nette Beißerchen. Aber die kann ich nicht mitnehmen. Ich bin es leid, die ganzen Scheißer immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal ein... Den Kampf werden wir machen müssen. Aha! Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Ja. Wow. Der sieht aber wieder gut aus, nachdem er so verbrannt war. Du denkst, das wird dir etwas nützen? Ja, es verschafft mir ein wenig Zeit. Jetzt fall um. Wow. Komm, fall um. Wow. Das musst du ja besser machen, Junge. Ist das besser? Ist das besser? Ja. Wow, der ist richtig stark geworden. Der hält noch mehr aus als vorher. Okay. Jetzt liegt er kurz, schnell zu Ende lesen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt den Hundekopfreliefs, damit keiner weiß, wo sie sind. Stande im Wohnzimmer, im Buch, im Freizeitraum, Zerlegungsraum, im Keller. Das heißt, wir kriegen also an mehreren Stellen immer die Informationen, wo sich Sachen befinden. Da unten. Okay, das ist nur, dass wir den Schrank zumachen können. Flüssige Chemikalien, können wir das noch aufmachen? Das Problem ist, wir müssen uns jetzt ein wenig... Ich hätte gerne den Stock, um was einzuschlagen. Die können wir nicht aufmachen. Die haben wir auf. Und jetzt nehmen wir unsere Wumme wieder mit. Einmal nachladen. So, ihr wisst genau, wo ich jetzt hin will. Und zwar erstmal hier weg. Jetzt haben wir halt... keine Möglichkeit mehr, uns zu heilen. Oh nein, oder? Mein Inventar ist voll. Können wir hier noch irgendwas kombinieren? Ja, können wir. Sehr gut. Wenn ich den jetzt mal... wir können den untersuchen. Nett. Okay, aber das wollten wir nicht. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Arzneimittel will ich nicht benutzen. Kombinieren, untersuchen. Bringt mir alles nichts. Ich hätte gerne die Waffe. Warum auch immer, jetzt geht's. Wir müssen also was ablegen, und zwar die defekte Flinte. Jetzt können wir spielen. Okay. Das hätten wir.
Was ist da? War der Schrank eben auch, also vorher auch schon offen? Oder ist der jetzt erst aufgemacht worden? Okay. 8 Schuss in der Flinte. Die ist nicht geladen. Wir könnten uns jetzt heilen. Jetzt haben wir auch keine Heiltränke mehr. Und haben auch nichts mehr zum Kombinieren, ne? Nee, uns fehlen Pflanzen. Okay. Ich fange mit der Pistole an. Mal gucken. Es hilft alles nichts, Leute. Wir müssen wohl oder übel zurück in den Keller. Ich werde vorher sicherheitshalber nochmal speichern gehen. Da waren die Notizen. Einmal speichern. Heute keine Sorge. Heute werden wir nicht direkt die Folge beenden. Heute gehen wir noch ein bisschen weiter. Okay, als erstes. Hier haben wir ein bisschen Ruhe. Wir gucken mal auf die Karte. Hier ist unser Speicherpunkt, Überwachungsraum. Die Vorratskammer. Was ist denn das für ein Symbol? Das ist ein anderer Schlüssel, den wir da brauchen. Hier oben ist noch eine verschlossene Tür, jetzt in der Mitte von der Karte. Unten haben wir noch eine Kiste, wo wir einen kleinen Dietrich für bräuchten. Einen Dietrich haben wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt in den Keller, Krematorium, über die Werkstatt runter. Wenn wir dann im Krematorium sind, da mussten wir die Kisten noch aufmachen. Dann müssen wir unten durch den Langraum, durch den Boilerraum, eine Riesensache an der Leichenhalle vorbei, um in den Zerlegeraum zu kommen, wo wir dann laut Hinweis die letzte Möglichkeit haben, rauszukommen. Da soll das letzte Teil liegen. Also, todesmutig gehen wir die Treppen hinunter. Hier sollte ja uns eigentlich keine Gegenwehr erwarten. Mal umschauen, wir brauchen immer noch mehr als ein paar Schuss Munition. Ich habe mich auch mit dem Rätsel beschäftigt. Das ließ mich einfach nicht los. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich habe nachgeschaut. Ich gebe es zu. Und ich denke, jetzt zu wissen, wie wir das Krematorium-Rätsel lösen werden. Okay, da sind wieder Kisten, die wir zerstören können. Bis dahin sind wir schon gekommen. Hier haben wir noch einen Kampf gehabt, der von der Decke auskam. In dem Raum hatten wir uns umgeguckt. Hier ist wieder eine Kiste, die wir mit etwas zerstören können. Das weiß ich halt wirklich nicht womit. Wir können sie bestimmt zerschießen, aber ich möchte keine Munition dafür. Nee, oder? Es ist so einfach. Oh Mann, Leute, das ist nicht ernsthaft, dass ich da einfach nur gegenschlagen muss. Aber hört ihr das? Ich überlege gerade, ich will ins Krematorium zurück. Nein, da war es nicht drin. War das hier hinter? Ja. Hier ist auch nichts mehr aufgestanden. Und war, passt mal auf. Für alle, die hier auch festhängen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das habt ihr ja gesehen. Wir öffnen einmal diese Tamara. 3A im Buchstaben. Deswegen 3x A. Dann öffnen wir diese. Und es geht von alleine auf. Geht sie auch ganz auf? Der Rauch gefällt mir gar nicht. Oh, der hat ja eine ganz andere Hand.
Gut. Ob's das war? Sieht auf jeden Fall so aus. Tja, mein Freund. Schlüssel zum Zerlegeraum. Wie hieß er? Ich habe den Kerl geschnappt, den er versucht hat. Okay, er hat keinen Namen. Wir trauern um den Namenlosen. Aber die Schotti ist ja schon ein geiles Ding. Eine Wumme mit Bums. Okay. Da wir heute noch so mutig sind, ich höre erst, ob Füße sich so zu uns bewegen. Nein, das ist nur das normale Atmen. Also da könnte einer rauskommen und aus denen auch. Aus denen könnte überall was rauskommen. Und ich bin sogar ziemlich sicher, dass sie das gleich tun werden. Okay, Leute, auf geht's. Wir haben 7 Schuss. Da steht doch auch was. Okay, 3 Schuss. 1 Schuss. Ich versuche Munition sparen. Und 3. Easy. Gut, Heilkräuter haben wir gefunden. Jetzt haben wir nur noch 1 Schuss. Frage ist, sind hier noch mehr drin? Chemikalien haben wir gefunden. Boah, ey Leute, kann mir einer erklären, was das ist? Ich mag diese Monster hier auf jeden Fall schon mal lieber als Daddy. Wieso kann ich... Ah, oh, nicht genug Platz. Hier liegt Munition und wir haben nicht genug Platz. Ist das euer Ernst? Kombinieren mit dem. Das kombinieren mit dem. Jetzt haben wir 2 Plätze frei. Haben also wieder Heiltränke. Haben einen in der Schotti. 8 Schuss haben wir. Dann nehmen wir die, laden nach. Okay. Ging es da hinten noch weiter? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe auch nicht genau nachgeguckt. Ist der weg? Die sind weg? Wo sind wir hier? Oh, hier sind wir auch an der Stelle, wo es weitergehen muss. Wir haben noch ein ganzes Stück bis zum Zerlegeraum. Was machen wir? Ich würde sagen, da wir nicht so viel Munition haben und da bestimmt noch einige Gegner mehr auf uns lauern, gehen wir nochmal zurück in die Eingangshalle. Sprich, hier ist die Werkstatt von der anderen Seite verschlossen, da kommen wir also nicht durch, genau. Gehen wir nochmal zur Garage zurück. Denn an der Garage hatten wir ja auch noch eine Kiste, die wir jetzt wissen, wir einfach nur aufschlagen müssen. Und im ganzen Haus waren ja noch Kisten verteilt. Okay, instinktmäßig. Im ganzen Haus waren ja noch so Kisten, die wir eigentlich nur zertrümmern müssen. Waren hier noch Kisten zum Zerschlagen?
Ja, ich meine schon. Hier war ja die eine in dem nächsten Raum, die gelb mit Klebeband war. Genau die. Dafür nehmen wir aber das Messer. Das war ja keine Munition verschwenden. Guckt mal da, 12 Schuss für die Pistole. Auf die wir jetzt auch schnell zurückwechseln können. Hier kommen wir. Was ist das eigentlich für ein Raum? Waren wir schon auf der Rückseite? Vorratsraum. Der passt nicht. Ja gut, das ist auch der Zerlegeschlüssel. Alles klar. Gehen wir jetzt da durch. Was meint ihr, was geht schneller? Hier durch in den Hauptraum oder? Ach ja, komm. Ja, ich merke schon, ich bin heute richtig mutig. Auf einmal. Da war ja nichts mehr. Oder haben wir hier noch eine Kiste zufällig mit drin? Ne, hier ist keine Kiste. Jetzt könnte Daddy wieder hier sein. Ne, Daddy ist nicht da. Hatten wir untenrum noch Kisten zum Zertrümmern? Ich glaube nicht. Okay, unser Mittagessen. So, jetzt. Wollen wir mal. Unten drin war meines Wissens nach nichts, aber hier kann man nicht dazu. Genau, hier brauchen wir noch einen Dietrich, den haben wir natürlich nicht. Wobei mich schon interessieren würde, was da jetzt drin ist. Jetzt gucken. 8 plus 17 Schuss haben wir. Ah. Hier ist nichts. Daddy ist wieder seltsamerweise extremst ruhig. Aber wo noch eine war, das ist natürlich leider jetzt genau in der Ecke, wo auch Daddy sich bestimmt aufhält. Denn Daddy war... Und hier hinten hatten wir keine. Ich kann hier aber trotzdem mal eben gucken. Hier läuft er ja auch manchmal hin. Hier ist nichts. War nämlich oben auf dem Balkon. Da sind wir einmal lang. Hier. Ihr erinnert euch sicher? Wir haben jetzt alles abgesucht, wo sich Daddy aufhalten könnte. Das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall ihm über den Weg laufen. Eine Schlange, das heißt, wir haben hier einen Schlangenschlüssel. Geht der trotzdem? Nein, der geht nicht. Vielleicht weiß einer von euch, ob Daddy... Oh, das mit der Oma, das ist halt auch unheimlich. Vielleicht weiß einer von euch, ob Daddy eine feste Route hat, die er läuft. Weil dann könnten wir ihm wirklich immer aus dem Weg gehen. Da, seht ihr? Die Kiste können wir nämlich einfach zerschlagen. Schuss haben wir. Ah, hier war nichts drin. Das Badezimmer haben wir, glaube ich, auch schon mal
vorher untersucht. Ja, genau, ich erinnere mich. Das war das, wo ich mich wunderte, wie man mittendrin eine Badewanne haben könnte. Das große Wohnzimmer haben wir auch ordentlich untersucht gehabt. Moment, kurz mal trotzdem auf die Karte gucken. Ja, hier oben ist auch kein unerkundeter Raum mehr. Das Kinderzimmer noch, da brauchen wir den Schlangenschlüssel. Hinten eingetragen ist noch jetzt in der Mitte vom Bild eine Sache, die wir öffnen müssen. Aber dafür haben wir keine Dietriche mehr. Schlangenschlüssel haben wir nicht. Jetzt wollen wir mal wieder weiter. Okay, wo müssen wir weiter? Daher sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen wieder langsam auf in Richtung Keller. Hier ist kein Daddy. Oh. Da unser Inventar ständig voll ist. Was haben wir denn hier? Eine Versorgerkiste. Das haben wir gekriegt dafür, dass wir früher angefangen haben. Flintenmunition, die können wir jetzt gebrauchen. So. Mias Ding brauchen wir definitiv nicht. Was ist denn das? Schießpulver. Davon haben wir eh noch zwei. Packen wir die mal zusammen. Was brauchen wir denn, um aus Schießpulver Munition herzustellen? Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Den Skorpionschlüssel, die Türen sind offen, den können wir eigentlich jetzt mal hier lassen. Das können wir, glaube ich, auch nicht mehr gebrauchen. Flüssige Chemikalien sollten wir meiner Meinung nach immer mitnehmen. Ein paar Kugeln sind nie verkehrt. Das kürzt euch die Sinne schärft. Ich weiß nicht, das brauchen wir nicht unbedingt. Oder? Was meint ihr? Was haben wir denn? Wir brauchen die Flinte, haben wir bekommen. Wir brauchen jetzt den dritten Hundekopf. Den dritten Hundekopf sind wir uns einig. Brauchen wir unten aus dem Zerlegeraum. Da fehlen uns noch 1, 2, 3 Räume, 4 Räume, um ins Zerlegeraum zu kommen. Das heißt, wir werden hier unten uns um diese Ecke jetzt als nächstes kümmern. Und bevor wir das machen, da wir eh gerade hier sind, speichern wir auf dem Slot. Und ihr wisst es, wir verabschieden uns. Bis morgen, Leute, würde ich sagen. Ich danke euch mal wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Und morgen werden wir auch ohne große Umschweife direkt unten Richtung Zerlegeraum gehen, uns den letzten Schlüssel holen und dann hoffentlich auch aus dieser Stadt entkommen. Schlaf gut!